Hallo Mädels, heute möchte ich euch ein bisschen was zum Thema falsche Wimpern erzählen, zu den Erfahrungen, die ich mit falschen Wimpern gemacht habe, zu den Fehlern, die ich mit falschen Wimpern gemacht habe und teilweise immer noch mache. Das soll um Himmels Willen keine Anleitung sein, dass ihr das genauso machen müsst oder sollt oder dass das nur so funktioniert. Es sind einfach nur meine Erfahrungen und da wollte ich gerne ein bisschen drüber berichten. Ich benutze falsche Wimpern jedes Mal, wenn ich mich schminke, also auch im Alltag, sowie auch abends. Ich finde einfach, das macht den Look perfekt. Auch wenn man nur ein leichtes Augen-Make-up hat, macht das Ganze, wertet das Ganze einfach auf. Und zwar habe ich bisher Wimpern verwendet, hauptsächlich von Ardell und von Red Cherry. In der Drogerie habe ich auch alles durch und dann habe ich noch zwei Paar Wimpern von MAC. Zum Kleber, ich benutze, seitdem ich viele Jahre den Kleber von Art Deco verwendet habe, da gibt es verschiedene. Ich habe den für künstliche Wimpern und Schmucksteine, heißt der, glaube ich, verwendet. Der kostet um die 10 Euro. Bin dann aber irgendwann aus Neugier zu diesem blauen hier, zu dem Duo-Kleber gewechselt und seitdem bin ich auch bei dem geblieben, weil ich das Gefühl habe, dass der von meinen Wimpern besser runtergeht. Also der lässt sich von der künstlichen Wimper am Schluss besser entfernen als der von Art Deco. Mit den Klebern, die in den Päckchen mit dabei sind, jetzt bei Essence zum Beispiel, da kann ich nicht so viel dazu sagen. Also ich habe diese Kleber, die in den Päckchen mit drin sind, zu meiner Anfangszeit mit verwendet, als ich eben nur Wimpern von DM oder Rossmann hatte. Und da hat das Ganze sowieso nicht richtig funktioniert. Ob das jetzt damals am Kleber lag oder an meinen Fähigkeiten, da kann ich leider nichts dazu sagen. Ich benutze immer diesen Duo-Kleber und kann gerade für Anfänger auch nur raten, kauft euch einen guten Kleber, weil der erleichtert das Ganze. Ich sage nicht, dass es mit dem anderen Kleber nicht funktioniert, nur wenn man damit anfängt, finde ich, sollte man sich die Umstände so einfach wie möglich machen. Ja, leider muss ich sagen, dass ich zu den Wimpern aus der Drogerie im Moment auch nichts Gutes sagen kann. Ich glaube aber, das liegt nicht an deren Qualität, sondern daran, dass mir die Optik der Wimpern, die es dort gibt, einfach zu natürlich ist. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel, ich meine, dass die von Essence sind, habe ich mal welche mitgebracht. Die sind mir einfach zu natürlich. Das ist aber mein persönliches Empfinden. Ich zeige euch mal meine absoluten Lieblingswimpern. Das sind von Red Cherry die 747L. So sehen die aus. Und die trage ich also am liebsten immer. Also die sind mir auch für tagsüber nicht zu krass, weil sie eben sehr, sehr natürlich gebunden sind. Also die sind nicht so voluminös und dick, die haben nicht so eine Dichte. Dafür sind sie aber sehr lang. Und ich tusche meine falschen Wimpern auch nicht mit, beziehungsweise nur die Ansätze. Und würde man die jetzt tuschen, wäre das Ergebnis natürlich krass. Aber ich mache das normalerweise nicht und deswegen sehen die, obwohl sie so lang sind, sehr, sehr natürlich aus. Und ich wurde auch, wenn ich die Wimpern trage, oft darauf angesprochen, was ich denn für schöne Wimpern hätte. Ich zeige euch hier mal im Vergleich diese natürlichen von Essence und die, die ich so bevorzuge. Ja, könnt ihr schon sehen. Also ich kann zu den Wimpern von Red Cherry nur Gutes sagen. Ich hatte bisher nur die 747L und keine anderen. Da glaube ich, muss man einfach so ein bisschen auf gut Glück im Internet so ein bisschen schauen, eventuell nach dem Modell und dann auf gut Glück bestellen. Ich habe die bisher immer bestellt bei Cosmetic for Less und weil sie da meistens ausverkauft sind, bei Shades of Pink meine ich. Ja, bei Shades of Pink habe ich Wimpern bestellt. Und ich glaube aber, Shades of Pink hat eine maximale Anzahl. Ich glaube, da darf man maximal 6 Paar Wimpern bestellen. Ja gut, aber dann hat man ja immerhin welche.
Und ich benutze die Red Cherry Wimpern, wenn ich gut mit ihnen umgehe, 10 Mal im Schnitt. Ja, und da kommen wir schon zum nächsten Punkt, gut damit umgehen. Bei mir ist die Schwierigkeit immer die, nicht zu viel Kleber auf die Wimpernbänder zu bringen. Ich bin da oft ein bisschen ungeduldig. Das beste Ergebnis, was ich erziele, ist, wenn ich vom Duo-Kleber ein bisschen was oben auf diese Verpackung drauf gebe oder eben auf eine Unterlage und das Ganze dann erstmal 30 Sekunden bis zu einer Minute fast ein bisschen griffig werden lasse. Dann gehe ich mit einem Wattestäbchen rein und trage mit dem Wattestäbchen den Kleber auf das Wimpernband oben auf. Wenn ich zu ungeduldig bin und versuche, das aus der Tube auf das Wimpernband zu geben, was ich teilweise immer noch mache, passiert es mir jedes Mal, dass die Wimper nicht nur am Wimpernband mit Kleber benetzt ist, sondern dass es immer so ein bisschen reinläuft. Und diese Stellen kriegt man hinterher, finde ich, kaum mehr sauber, ohne dass die Wimper anfängt, sich so ein bisschen zu verbiegen. Und wenn ich zu ungeduldig bin und es wirklich versuche, nur aus der Tube aufs Wimpernband zu geben, spielt es keine Rolle, ob die Wimper neu ist oder 8-mal getragen. Meistens ruiniere ich sie mir dann, wenn ich sie mir wieder sauber machen will. Also zuerst einen Tropfen auf eine Unterlage, ein bisschen antrocknen lassen, dann mit einem Wattestäbchen rein auf die Wimper, dort dann auch nochmal so 30 Sekunden antrocknen lassen und dann platziere ich die Wimper. Ich schneide die mir eigentlich meistens nicht, versuche das immer irgendwie so, also ohne Kürzen, das geht auch, zumindest bei denen. Wenn ich die ein paar Mal verwendet habe und durchs Kleber entfernt das Bändchen so ein bisschen ausgeleiert ist, dann muss ich manchmal ein Stück abschneiden, aber sonst geht das eigentlich. Ich tusche meine Wimpern vorher nicht, aus dem Grund, weil ich sie dann, ich kriege die falsche Wimper dann nicht mehr so richtig auf mein Augenlid draufgesetzt, weil da dann immer diese störrische, vorgetuschte eigene Wimper im Weg ist. Ich tusche meine eigenen Wimpern nicht, setze dann immer die Wimper drauf. Und wenn das wirklich alles richtig angetrocknet ist, dann gehe ich meistens noch mit einer Mascara nur an die Ansätze, um da eben ein einheitliches Farbergebnis zu erzielen und um die Wimper so ein kleines bisschen mit meinen eigenen Wimpern zu verbinden. Und um am Augeninnenwinkel so ein bisschen den Übergang zu kaschieren. Ich gehe damit aber seltenst bis an die Spitze der Wimpern und bei solchen sowieso gar nicht. Dadurch, dass keine Mascara oder kaum Mascara auf der Wimper ist, kriege ich das Ganze am Schluss natürlich auch gut ab. Ich habe das beste Ergebnis erzielt. Ich das mal. Habe es auch schon in meinem Drogerie-Favoriten-Video erwähnt mit dem Garnier. Micellenreinigungswasser mit diesem Zwei-Phasen-Reinigungswasser. Damit löst sich der Duo-Kleber am allerbesten von meinen künstlichen Wimpern. Ich habe davor immer den hier verwendet von Rival de Loop, diesen ölhaltigen Augen-Make-up-Entferner und dachte lange Zeit, der wäre sehr gut. Der löst auch alles ganz gut von meinem eigenen Auge. Von der falschen Wimper geht der Kleber hiermit aber besser ab, weil man hier mehr so ein Geschmiere erzielt und dort kann man den Kleber dann in einem Strang gut abknibbeln. Ja, da muss ich sagen, ich habe noch ein paar Wimpern getestet und zwar hier von Ailure. Ich habe die bei Claire's gekauft, es gibt die aber auch online zu bestellen. Ja, was kann ich zu denen sagen? Also, ich habe mit denen keine gute Erfahrung gemacht. Ich habe mir die gekauft, als es Kaufe 3, bezahle 2 gegeben hat. Und was bei mir passiert ist, also zum einen ist mir auch bei den natürlichen Wimpern von Allure das Bändchen oben zu störrisch gewesen. Gut, die sind jetzt natürlich sehr dicht gebunden, aber auch bei den natürlichen war das Bändchen oben einfach störrisch und nicht so wie zum Beispiel hier von Adele, sage ich immer, die Demi Wispies. Ne? Und die haben, also einzeln kosten die um die 10 Euro, die Allure Wimpern, und mir sind die beim Reinigen einfach oben auseinandergefallen. Also durch meinen Augen-Make-up-Entferner hat sich oben das Band, mit dem die Wimpern zusammengehalten werden, einfach aufgelöst.
Und das finde ich ist für 10 Euro ein absolutes No-Go. Das sind noch die, die ich übrig habe. Aber ich werde mir die auch nicht nochmal holen von Aldo. Definitiv nicht. Kostenpunkt zu Red Cherry Lashes zwischen 3 und 4 Euro, würde ich sagen. Oder zwischen 2,75 und 4 Euro, je nachdem, wo man sie kauft. Wimpern von Adele. Gibt es bei Douglas, gibt es bei Amazon. Einzeln zwischen, je nachdem, ob es so einfach oder doppelt gebunden ist, sind zwischen, ich muss sagen, zwischen 7 und 10 Euro. Es gibt auch Doppel- und Trippelpacks davon oder Mehrfachpacks. Allerdings glaube ich nur von den 120er Demi. Bin mir aber nicht ganz sicher. Also da müsstet ihr mal gucken nach diesen Kombipacks. MAC-Wimpern habe ich 2 Paar. Das sind meine teuersten Wimpern, die ich habe. Bei MAC-Wimpern kostet ein Paar 16 Euro mittlerweile. Ich habe die von Douglas. Ja, ich wollte die einfach mal ausprobieren. Ich war neugierig. Ich habe mir nicht erhofft, dass die besser sind als die von Red Cherry, weil für mich gibt es eigentlich noch nichts Besseres. Längere Haltbarkeit als bei denen. Kann ich mir sowieso nicht vorstellen. Ich habe eben nur nach Modellen gesucht, die so ein bisschen dramatischer sind und die Red Cherries kann man halt eben in Natura nicht sehen. Deswegen war ich am MAC-Counter, hatte die aber leider nicht dabei und habe mich jetzt deswegen für die beiden Modelle entschieden. Habe die jetzt auch zweimal getragen. Ja, bisher bemerke ich keinen Unterschied. Wenn die mir jetzt nach 5 Mal kaputt gehen, dann naja, dann war es ein teures Vergnügen, ein teures Testen. Also es müssen definitiv keine MAC-Wimpern sein. Also, wenn ihr da nach speziellen Wimpern sucht und das Geld dafür ausgeben wollt, die haben auch schöne dramatische Wimpern, die man sich dann halt eben live vor Ort angucken kann, dann, wenn ihr Wimpern mögt, dann kann man das machen. Aber wenn ihr wirklich nur Wimpern für einen Abend oder so sucht, dann, dann lasst es mit den MAC-Wimpern. Also gerade wenn ihr damit noch nicht so erfahren seid, um Gottes Willen, lasst es sein. Wenn es wirklich schnell gehen muss, dann investiert lieber in Wimpern von Adele, auch wenn die im Vergleich zu Red Cherry Wimpern, finde ich, völlig überteuert sind, aber an die kommt man halt nicht so schnell. Ja, so. Im Allgemeinen kann ich euch nur ermutigen, es mit falschen Wimpern immer wieder zu versuchen. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich rausgeschmissen habe, weil ich immer wieder versucht habe, mit Wimpern zu experimentieren, sie aufgetragen habe, es vor lauter Kleber nicht funktioniert hat. Das A und O ist wirklich ein gescheiter Kleber. Lasst euch Zeit im Auftrag des Klebers. Drückt den Kleber nicht aus der Tube direkt auf die Wimper, sonst kann es echt sein, ihr versaut euch alles. Ja, und lasst euch Zeit. Also ich gebe die Wimper immer mit den Fingern auf die Augen, nicht mit einer Pinzette oder mit diesen Applikatoren. Aber da muss man, glaube ich, auch nach persönlicher Präferenz gehen. Testet aus, lasst euch Zeit. Würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Ich schaue mal, was ich als nächstes abdrehe. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!